Moin zusammen, weiter geht's mit Wattails und Grenzübergang von Gosenberg. Da haben wir jetzt nämlich alles. Hey, hier drüben. Tut so, als wäre ich ein ganz gewöhnlicher Händler. Was ihr mir auch tut, macht bloß die Wache nicht auf euch aufmerksam. Ich habe eine Mission vom Baron für euch. Wenn ihr sie erfolgreich erfüllt, würde er euch unter seine Fittiche nehmen und euch zeigen, wo es lang geht. Ihr solltet im Zuchthaus von Treta eine Frau namens Septel rekrutieren, und zwar genauso, wie ihr jeden anderen Söldner rekrutieren würdet. Bringt sie dann hierher, um eure Belohnung zu kassieren. Alles ganz einfach, oder? Ja, so einfach ist das gar nicht, weil... Hey, müsst ihr doch wissen, dass diese junge Frau dem Baron sehr viel bedeutet, also passt gut auf sie auf und lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich werde auf euch warten. So einfach ist das nämlich gar nicht, weil diese Septel... Also einfach hinbringen ist nicht. Wir müssen sie nämlich noch kämpfen lassen. Wache hinter uns geht querfeld ein. Oh shit, ich bin jetzt überladen. Inventar. Mach's mal Lager auf. Schade. Ja, Tragkapazität, ne? Das ist der Haken hier an der Sache. Wow, Schweine. Ich einfach nur erschreckt gerade, ne? Heule des Übeltäters. 120 Münzen, ne? Oder ich klaue sie, aber dann ist wieder so eine Sache. 90 bis 145. Stopp, stopp, stopp. So, pass auf. Leichte Rüstung. Bleibt auch dabei, ne? Wir haben hier eine einfache mit 12. Eine einfache mit 11. Eine einfache mit 5. Noch eine mit 11. Und eine leichte mit 10. Das kann eigentlich im Prinzip alles weg und das hier auch. Ja, eine leichte mit 16, eine mittlere, leichte mit 20, ja, eine einfache mit 5. Und dann behalte ich die eine leichte. Guck mal, die kann er sogar schon tragen. Einfache Rüstung. Ja, und er kann leichte Rüstung nicht tragen, okay. So, und den anderen Kram. Kaufen wir dann die Keule für 120, das ist zu teuer. Guck mal, was kriegst du denn dafür? Noch 12. Okay, komm, machen wir. So ist gut. Und nochmal den anderen Händler anschauen. Oh, Stärke 9. 6. Und Gerechtigkeit. Meuterei. Berserker. Berührt. 130, 170. Nee. Angriff auf die Schweine. Mit Schweinefleisch und Leder. Dame 4. Dame 4? Dame 4. Gut, zieht euch zusammen. Da kann ich nicht hinter. Bogenschütze kommt dorthin. Kommt dorthin, ihr beiden. Wie will ich vorgehen? Wer ist dran? Der ist dran. Okay. Gehe ich nach links. Den müsste ich hochschubsen. Hier so.
Ich dachte, er bleibt stehen. So, der ist dran, der ist dran. Abwarten. Einmal hier hin. Und um. Und weg. So, Keule. Okay, besser gesagt. Schwein auch weg. Super, und direkt zurück. Wer ist dann dran? Der und der. Dann da hinten irgendwie einer. Guter Schuss. Ah, sauber. Ich geh's mal vor den Bogenschützen. Dann ist nur noch er dran, ne? Den komme ich nicht ran und den auch nicht. Schade. So, wer ist als erstes? Der da unten wird aber außen rumlaufen müssen. Dann ist der dran. Oder auch nicht. Nein. Zug ein Stück und anvisieren. Sehr gut. Der ist dran. Der ist dran. Ja, okay, ein bisschen Schaden wirst du gleich nehmen. Ja. Sei dann natürlich. Nee, komm, ist egal. Verdammt. Besser. Und immer noch nicht ran. Wunderbar. Viel besser. Ortrick ist jetzt peiniger. Was haben wir eigentlich? Ruhmreich. Wahrscheinlichkeit auf einen Tapferkeit. 5% Abwehr, zusätzliche Abwehr bei ausgerüstetem Schild. Stärke und Geschicklichkeit erhöht, wenn eine Einhandwaffe und Stärke ohnehin erhöht. Tyrannisch. Dienstkraft plus 2, wenn Gefangene dabei sind. Zahlmäßige Unterlegenheit zu Beginn eines Kampfes ist Stärke und Geschick erhöht. Das ist cool. Shit. Einiger. Kritische Treffer und kritischer Schaden. Erhöht um 5%, wenn eine zweihändige Waffe ausgerüstet ist. Die hast du. Was hat er hier? Tragfähigkeit und ein bisschen weniger Berufserfahrung. Okay.
Wir schlagen hier einfach mal unser Lager auf. Mitten an der Straße. % Gefahr. Rein in den Wald. Ein Stück. Wie sieht es hier aus? 10% Gefahr. Okay, guck mal, schon viel, viel besser. Eine Pulle Wein. Leiche, die Kadaver. 21, Schnaps. 35. Ah, Faltfilm hat Randham Co. geschlagen, um zu fliehen. Irgendein Fleischwunder hat dabei kassiert. Randins Taten, irgendwas war da. Ich konnte so schnell nicht lesen. Geschicklichkeit plus 2. Haben. Und keine kritischen Treffer mehr erzielen. Gibt Schlimmeres. Okay, ein Gefangener ist weg, aber wir können ja noch quatschen. Diese Rüpel können das Scharfe eines Schwertes nicht vom Stumpfen unterscheiden. Wie kann ich jemandem vertrauen, wenn ich jedes Mal selbst eine Knappe den Leben davonkomme? Betragen. Ermüdung. Geschlagen, entschädigen oder 10 waren zu lange. Verlangt eine Solderhöhung als Entschädigung für das Risiko. Aber hoffentlich nicht dauerhaft, oder? Zufriedenheit minus 5. Ja, komm, ertrag das. So, warum habe ich jetzt hier verloren? Hier habe ich vergessen zuzu. Sortieren hier eben. Doof gelaufen. Okay, hier ist noch ein Händler. Schauen wir mal rein. Leisten kann ich mir, glaube ich, eh nichts. So, der war das. Gut. Auf, Marsch, Marsch. Ab zum Zucht. Oh. Was ist da denn los? Da läuft jemand. Unbekanntes. Waldfilm, bleib mir vom Leib. Ach, gefangen nehmen. Versuchen. Da ist er wieder. Hat sich auch ein Trupp angeschlossen. Gefährten sind zufrieden. Errungenschaft. Ach, kann ich so schnell nicht lesen. Kampf Banditen. Damit ist das Lager oben dann auch abgeschwächt. So, wir haben hier. Ganove, Ganove, die sind auch gleich dran, die beiden. Und da ganz hinten noch ein Wilderer. Würde ich sagen, ziehe ich meine Leute einfach mal nach rechts. Dann können die beiden Ganoven und der Wilderer machen, was sie wollen. Danius? Nee, Outrick. Du musst dazwischen. Zug. Jetzt zwischen Fackelschlag. Kaputt. Und abgestochen. Noch ein Wilderer, der ist sogar als nächstes dran. Guck mal, dann laufen wir hier mal ran. Das ist ein guter Winkel. Spitznamen Bollwerk. Gegner im Kampf verwickelt, mal 30.
wenn ich Glück habe. Pfeil im Rücken. Also nicht bei mir. Ach, schade. Hätte klappen können. Manchmal klappt das. Das war doof. Ich brauche Platz alleine. Das war auch doof. Jetzt ist er nicht mehr im Kampf gebunden. Wilderer ist dran, der da hinten. Der kommt da nicht ran. Der kommt da nicht ran. Der kommt da auch nicht ran. Das ist doof. Ja, wir naschen den ja trotzdem weg. Schön diese Nagelkeule durchs Gesicht. Ah, ich hoffe, er schießt auf den da oben. Aber ich kann, ha, genau. Ich kann ihn doch da reinschießen und dann kassiert er direkt den Speer, ne? Wenn er nicht sofort stirbt. Schade. Und immer noch nicht ran. So, jetzt aber. Schade, hat ja nicht geklappt. Keine Ketten mehr. Halt nicht. Zwei leichte Rüstung, okay. Alles mit. Otinos. Ein Level hoch. Treffer. Physischer Schaden. 31. Nee, komm hier. Stärke. Ach, klasse. Hier, Halsabschneider. So einen möchte ich. Zwei zusätzliche Nahkampfangriffe. Geschicklichkeit, klasse. Einfache Rüstung. Leichte Rüstung. Clever. Warte mal, du tauschst die mal mit ihm hier. So, du nimmst die da. Du bist besser. Gehen und durch den Wald hier an der Küste entlang, ne? Ist dann aus dem Wald raus. Oh, scheiße.
Okay. Der hier, der bringt am meisten. Alter, Waldwien, der wollte abhauen. Jäger ist voll. Oha, Septel. Was wollt ihr? Rekrutieren. Septel hat sich angeschlossen. Gut, Septel. Leichte Rüstung, 21, ja, passt. Wirklichkeit 4. 2. Ja. Passt auch. Und jetzt haben sie mich wieder, ne? Nee. Einen Augenblick, Söldner. Bevor ich euch begleite, habe ich noch eine Rechnung in Tetons zu begleichen und ihr werdet mir dabei helfen. Sagen wir einfach, das ist Teil eures Auftrags. Leutnant Perrault hat mich für eine zweitklassige Betrügerin ins Zuchthaus geworfen. Dieser Idiot hat nicht einmal gemerkt, dass er mit der Tochter des Barons zu tun hatte. Er hätte den mächtigsten Gesetzlosen der 5 Königreiche erpressen können, aber was macht er stattdessen? Er wirft mich in eine grottige Zelle mit verdorbenem Brot und abgestandenem Wasser. Ich werde diese Demütigung nicht eine Sekunde länger ertragen. Diese Saustelle von einer Provinz soll wissen, wer ich wirklich bin. Ich werde Tetrin erst verlassen, wenn sich hier alle Franks in die Hose machen, sobald sie mich sehen. Als erstes werden wir ein paar Patrouillen der Wachen angreifen. 3 oder 4 sollten reichen. Das wird den guten Leutnant so sauer machen, dass er mich persönlich schnappen will. Genau dann kriegen wir ihn, kapiert? Also dann mal los. Ach, verdammt. Zurückgeben, kämpfen. Oh, Alter, wer sind die denn alle? 1, 2, 3. Könnte das schaffen? Guck mal. Soldaten, Leutnant, Phalanx, ja, Stufe 3, versuchen wir es. Dann bin ich gleich wieder auf Level 5 oder so. Ja, bingo. Mal Leutnant, Soldat, Hauptmann Perville, Soldat, Leutnant, Leutnant, Phalanx, Soldat. Ich hatte die Frage, wo ich zuerst reinmarschieren will. Lass den Hauptmann von denen töten? Nee. Gehen uns hier alle hoch. Soldat ist am Zug. Leutnant ist am Zug. Oh, der Leutnant hat direkt dieses Rüstungsdurchbrechen. Das ist schlecht. Seite. Dann aussieht. Schildträger, Kuna. Bogenschütze, ne? Bogenschütze ist doof. Dahinter? Nein. Gott, dann gehen wir doch auf die Seite. Hier natürlich dicht machen. Meine Einheit irgendwie blockieren, aber dann kommt der von unten ran. Ne, guck mal, er kommt doch außen rum, er kann nur nicht so weit laufen. Ich da jetzt ran. Ist eigentlich völlig egal. Ich krieg so oder so ziemlich krass aufs Maul. Phalanx-Soldat. Bis 12. Okay, er hat noch die meiste Rüstung. Aber Rüstung führt dann zur Tötung.
schade. Gut, schlecht. Leutnant da oben hat Reichweite bis da ganz. Das ist richtig schlecht für mich. Kommt auch nicht an. Den noch im Kampf verwickeln hier. Ach shit. Ja, der Dorf, der geht auf Outtrick mit drauf. Oder rein? Nee, haut zum Glück nicht rein. Bogenschützen muss ich den da irgendwie mal wegnaschen. Prozent. Ja, der muss sterben hier unten. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen ja eh rechter Trupps überfallen und angreifen, ne? Ich komme da oben nicht hoch. Ich hab den nicht von hinten angegriffen. Kann sie aber aus dem Kampf zurückziehen lassen. Das sehen die auch beide jeweils nochmal einen Treffer. Oder ich greife selbst an. So, ein Stück weiter. Yes. Nicht rein. Schade. Wir oben sollten das schaffen. Der ist gleich. Oh Mist. Feindliche Verstärkung auf dem Vormarsch, natürlich. Hier haben wir. Ach, komm. Nicht viel. Oh, noch. Alter, da kamen vier Stück gerade dazu, ne? Noch mehr Verstärkung. Das kann ich knicken. Wäre die Verstärkung nicht gekommen, dann vielleicht.
Und Septel ist eh gleich tot. Ja, und Septel ist tot. Die blutet gleich aus und dann war's das. Dem Speer, weil das echt nicht gut. Damit kann ich rauslaufen. Drittelchance, den eigenen zu treffen. Warum das denn? Den eigenen noch getroffen. Das ist der letzte, ne? Und der muss auch noch. Reptile liegt im Sterben und wird der Tod ein, wer dir besiegt. Ich möchte sofort zurückziehen, abbrechen. Dann versuchen wir es mal. Guck mal hier. Auch kaputt. Denn noch einer habe ich die Möglichkeit zu heilen. Ja, aber... Das würde alles nichts mehr. Winkel? Nee, bin ich auch nicht, ne? Und wieder. Ach nee, Septel ist dran. Das ist gut. So, hinten rum, Rundumschlag. Kannst du vergessen. Alter. Ja, da wird auch noch einer gefangen genommen und der nächste Trupp Wachen kommt ums Eck und ja. So viel dazu. Ich glaube, das war's erstmal. Ich lade neu und dann schaue ich mal, dass ich den Wachen auf jeden Fall aus dem Weg gehe. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.